Ich wollte den Automat hier nur schon mal vorstellen. Hallo Automat, Zuschauer, Zuschauer, Automat. Wie funktioniert das? Eingetrudelt. 1200 Bumsdings. Wie viel Range Extender? Jetzt wird extendiert. So, da liegt das gute Stück auch schon. So sieht er aus. Der Unterschied ist, der hier, der macht 1200 Megabit. Das, was ich jetzt momentan in der Steckdose habe, das macht 600 Megabit Ding. Macht auch nur über die Steckverbindung, Steckdose, Netzwerkkabel in den Computer. Und der Automat hier, der ist in der Lage mit 4 Antennen, 2,4 und 5,8 Gigahertz zu beliefern. So sieht aus. Und das Modell könnt ihr in der Beschreibung lesen. Den testen wir dann natürlich auch. Wir haben ja hier noch eine zweite Kamera. Schön rangehen. Wunderbar. Modellnummer JWWR7, hast du nicht gesehen, V2. Ich habe den schon mal angeklemmt. Und das ist relativ easy. Also der Apparillo, der kommt in die Steckdose. Dann wartest du 60 Sekunden, der initialisiert sich. Da ist so ein kleiner Roboter drauf, der muss erst im Internet nachgucken, ob da noch genug Platz ist. Dann gibst du die IP-Adresse von dem Automat ein. Hier ist eine Anleitung mit dabei. Dann bekommst du ein Webinterface. Da kannst du dein bestehendes Netzwerk Daten geben. Und der klingt sich dann rein und verstärkt das dann. Und zwar auf 5 und 2,4 GHz. Das ist gut, kriegt du mir direkt einen Daumen rauf. Ob das funktioniert, wie das funktioniert, was wir genau damit machen, das entscheiden wir später. Ich wollte den Automat hier nur schon mal vorstellen. Hallo Automat, Zuschauer, Automat. Und ihr wisst dann Bescheid. Ne? Wird wieder eine Wahnsinnigkeit. So, ich habe auch ein neues Intro gebastelt. Das war aber schon vor dem Video. In dem Sinne, ich halte euch auf dem Laufenden. Steht übrigens nicht Werbung dran, habe ich mir nämlich selbst genannt.